Wir wollen uns darum bemühen, die Prozesse, die entstehen, wenn Teilchen, wenn Moleküle oder Atome durch Membranen hindurchwandern, genauer zu verstehen. Wir können zum Beispiel durch verschiedene Herstellungsbedingungen Membranen machen, die zum einen undurchlässig sind, so wie diese Alufolie hier. Stellen Sie sich vor, das sei ein Nanometer, so wie diese Alufolie, die ist völlig undurchlässig, da geht nichts durch. Oder aber wir können winzig kleine Poren in dieselbe Folie machen. Und wenn wir solche Poren reinmachen, dann wird die Membran durchlässig für bestimmte Stoffe, undurchlässig für andere. Wir haben also einen Filter. Es gibt heute sehr viele Anwendungen von diesen Membranen, aber es gibt doch nur ein sehr begrenztes Verständnis darüber, was genau passiert, wenn ein Molekül durch ein solches Sieb wandert, wie es das tut, wie es an die Membran vielleicht anbindet. Bindet es an, berührt es die Membran oder geht es direkt durchs Loch oder wird es reflektiert oder was passiert? Wir beginnen meistens mit einer Herstellung aus der Flüssigkeit. Das heißt, wir haben die Moleküle, also wir haben noch gar keine Monoschicht, wir haben nur Moleküle in einer Lösung, wie der organische Chemiker, halten ein Stück Festkörper, meistens eine Goldoberfläche darunter, und dann bilden sich diese Monoschichten. Das entsteht praktisch im normalen Chemielabor in so einem Becherglas, also einem Reagenzglas. Dann nehmen wir diese Schicht und tun die in eine Maschine, so ähnlich wie die Maschine hier hinter mir. Und dort wird sie dann mit Elektronen bestrahlt und vernetzt. Da entsteht sozusagen dann die Monolage. Und dann, und das ist das Aufwendige, dann holen wir sie eben wieder raus. Und dann transferieren wir sie von der Goldschicht runter als freistehende Folie. Dazu bringen wir eine sogenannte Transferschicht ein. Das ist ein patentiertes, geschütztes Verfahren, was bei uns in der Gruppe entwickelt wurde. Darauf sind wir sehr stolz, dass wir diesen Transfer als erste entwickelt haben. Und können dann sozusagen die freistehende Monoschicht erzeugen. Und was wir jetzt sozusagen hier sehen, sind in der Mitte einmal eine Struktur aus Carbon-Nanomembran. Die ist ungefähr 7 Nanometer dick. Und das Band, was da drüber und da drunter gelegt wurde, diese Kreuzstruktur, das sind jeweils 3-4 Lagen Graphen aufgebracht. In dem Labor, in dem wir stehen, sehen Sie eine sehr komplizierte Anlage, die im Wesentlichen dazu dient, verschiedene Eigenschaften solcher zweidimensionaler Strukturen zu untersuchen. Wir können die Strukturen in diesen Anlagen herstellen. Wir können ihre chemische Zusammensetzung, also die Elemente, aus denen sie bestehen, bestimmen. Und wir können ihre Struktur bestimmen mittels sehr hochauflösender Mikroskope, wo wir sehen, welche Struktur diese Membran hat. Also es gibt noch sehr viel Arbeit, erstmal zu verstehen, wie diese Membran ist. 3/4 der Menschheit hat zum Beispiel keinen Zugriff auf sauberes Trinkwasser. Das ist ein Riesenproblem. Und eine Technik, es gibt letztendlich zwei Techniken, die beide Filter brauchen. Das eine ist Reinigung von Süßwasser, von verschmutztem Süßwasser, von Flusswasser und so weiter. Und das andere ist die Entsalzung von Meerwasser. Beides geschieht heutzutage auch mit Membranen, beides unter enormem Energieaufwand. Wenn Sie sozusagen mal etwas näher Richtung Äquator gehen, in Asien, in Nordafrika und überall entstehen reihenweise Meerwasserentsalzungsanlagen, die fast alle auf Membranen, sogenannte Umkehrosmose, basieren. Die brauchen effiziente Membranen. Was jetzt nicht heißt, ich will mit unserer 1-Nanometer-Membran sofort in Richtung Meerwasserentsalzung gehen. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Aber die Welt besteht aus kleinen Schritten. Wenn wir erstmal in kleinen Mengen sehen, dass wir zum Beispiel wasserdurchlässige Filter haben, dann können wir natürlich das entwickeln, skalieren und versuchen, vielleicht in einigen Jahren, vielleicht in 10 oder in 20 Jahren, dort etwas beizutragen.